Die ersten Monate in Australien sind die spannendsten. Neues Land, neue Menschen, eigentlich ein ganz neues Leben. Extreme Highs und ganz tiefe Lows liegen da ganz dicht beieinander. Mein Name ist Chris, geboren und aufgewachsen in Deutschland, jetzt seit über 15 Jahren in Australien und abonniert gern diesen Kanal, wenn euch das echte Leben in Australien interessiert. Das erste Jahr in Australien werdet ihr nie vergessen. Eine unglaublich spannende Zeit, aber auch sehr herausfordernd. Wie wir diese Zeit erlebt haben und was ihr daraus lernen könnt, darüber reden wir jetzt. Insgesamt 15 verschiedene Bereiche gehen wir durch und bei mir ist Maren. Hallo Maren. Hallo Chris. Lass uns gleich loslegen. Wie ist das denn, was war die größte Überraschung in deinem ersten Jahr in Australien? Die größte Überraschung, ja. Also die größte Überraschung, das war bei mir auf jeden Fall. Ich bin hier hingekommen, ich war vorher noch nie in Australien und ich war unglaublich überrascht davon, dass es tatsächlich im ländlichen Australien diese richtig stereotypischen, knallharten australischen Haudegen gibt. Und zwar Männer und Frauen, ne? Männer wie Crocodile Dundee, ist so dieser Typ Steve Irwin, ne? Leute, die Krokodile fangen können, Leute, die Würgeschlangen mit der Hand aus dem Gebüsch rausheben können, die einen verletzten Adler von der Straße einsammeln. Ich habe knallharte Typen kennengelernt, die wirklich jedes Pferd reiten können. Und für mich so als immer schon wilder Tomboy ist das natürlich sehr, sehr spannend gewesen. Ne? Und ich habe mich ja sofort unter das Volk gemischt und fand das ganz, ganz, ganz toll und habe mich da sehr wohl gefühlt auch. Und fand das aber auch sehr überraschend, dass es tatsächlich diese Welt gibt und dass das tatsächlich nicht nur etwas ist, was so im Fernsehen als das typische Australien vermittelt wird. Ja, ist also tatsächlich wahr. Ist ein wahres Stereotyp. Definitiv. Im ländlichen Australien, genau. Also meine größte Überraschung ist eigentlich das Wetter gewesen. Und zwar nicht, dass es hier so heiß ist, sondern dass es einfach auch verdammt kalt werden kann. Das erste Jahr habe ich ja in Toowoomba gewohnt, in Queensland. Und da wurde es nachts halt so 8 bis 10 Grad, manchmal auch 5 Grad. Und da denkt man natürlich erstmal, oh, das ist ja immer noch ausreichend warm. Aber wenn ein Haus eben keine Isolierung hat, dann hat es halt auch drin im Schlafzimmer ruckzuck 10 Grad. Und hinzu kamen noch regelmäßige Stromausfälle, weil alle Leute nämlich bei so besonders kalten Tagen mit so Elektroheizungen heizen und das natürlich das Netz nicht aushält. Also ich erinnere mich an mehrere Gelegenheiten, wo es so kalt war in dieser Studentenunterkunft, dass die Leute ausgewichen sind aufs Einkaufszentrum und da eben ihren Vormittag verbracht haben, weil es gab keinen Strom, keine Heizung und man hat sich einfach nur einen abgefroren. Und das verbindet man mit Australien halt gar nicht. Ja, das stimmt. Und dann sagen Leute immer, du kommst doch aus Deutschland, du musst die Kälte doch verkraften, ne? Ja, Deutschland ohne Heizung, ne? Ja, genau. Das war die Überraschung. Was war denn die größte Enttäuschung? Etwas, eine unangenehme Wahrheit oder etwas, was sich eingestellt hat, als du eine Weile hier warst? Ja, die größte Enttäuschung. Also ich würde sagen, es war bei mir am Anfang definitiv das Essen. Man kennt ja aus Deutschland, oder man kannte aus Deutschland so ein paar einzelne Australien-Restaurants. Kangaroo Steak jemand? Ja, grauenhaft. Aber man kam nach Australien hin und das war dieser das Essen sowohl im Supermarkt, weil es gab damals noch kein Aldi, es gab wenig internationales Essen zu kaufen. Stimmt, Aldi kam erst noch ein paar Jahre. Ja, genau. Mhm. Und im Restaurant gab es diesen klassischen Dreiteiler. Ne? Das war so Steak, gedünstetes Gemüse, maximal ein bisschen gesalzen, wenn überhaupt. Aber man konnte sich meistens eine von drei Soßen auswählen. So einmal dunkle Gravy oder Onion Gravy oder Peppercorn Gravy. Ja, das stimmt. Ne? Und als drittes in diesem Dreiteiler gab es dann noch Pommes oder Kartoffelbrei. So. Und sämtliche anderen Gerichte, die es gab, die schmeckten immer so gewürzarm. Ne? Ich habe damals immer gesagt, die Australier sind alles Gewürzallergiker, weil einem alles irgendwie sehr fade vorkam. Also das war definitiv für mich persönlich die größte Enttäuschung. Eine weitere sehr große Enttäuschung auf etwas größerer Ebene war der Umgang, der gesellschaftliche Umgang mit den Aboriginals. Das fand ich schockierend, weil man kannte halt Bücher wie Das Echo der Traumzeit, man hat Dokus gesehen in Deutschland und man kam hier nach Australien und man hat diese ganzen Problematiken mit den Aboriginals, die Ausgrenzung, die Benachteiligung, die Konflikte in der Gesellschaft, das hat einen total überrumpelt, weil man kam ja wirklich mit diesen nostalgisch-romantischen Gedanken hin, man wollte Gegner Interaktion, man wollte von ihnen lernen, man wollte verstehen. Und dass es nicht nur sehr schwierig ist, überhaupt in Kontakt mit Aboriginals zu kommen, sondern dass man auch wirklich diese ganzen Problematiken erstmal damit konfrontiert wird und auch diese Spannung in der Gesellschaft zwischen halt, ich sag mal, dem typischen Australier und den Aboriginals, das war neu und unerwartet. Ja, man denkt, man lernt einfach eine andere Kultur kennen irgendwie und in Wirklichkeit ist das so ein soziales Dumpsterfire, was man eigentlich hier sieht. Mhm. Ne? Unglaublich krass und denkt wahrscheinlich auch keiner drüber nach, wenn er hier als Urlauber mal hinkommt. Ja, richtig. Meine Enttäuschung ist visumsbezogen. Betrifft sicherlich auch viele von euch. Bei mir war es nämlich so, ich hatte einen Antrag auf Permanent Residency gestellt und habe auch alle Kriterien erfüllt. Und nachdem ich meinen Antrag eingereicht hatte, war es dann so, dass die Kriterien geändert wurden. Das heißt,
in diesem langen Stapel von Anträgen bei der Behörde wurde meiner dann plötzlich aus dem Stapel rausgenommen und ganz nach unten geschoben. Und aus einer Kategorie 1 wurde eine Kategorie 5. Und ich musste dann eben jahrelang auf einem Bridging-Visa hier sein. Und das wiederum hieß, dass ich mir meinen ersten Job in Australien eigentlich abschminken konnte, weil in der Branche, in der ich damals gesucht habe, da hat niemand, kein ernster Arbeitgeber, jemanden eingestellt auf einem Zeitvisum. Also ohne Permanent Residency konnte man überhaupt nichts reißen. Mhm. Ich habe damals an die 100 Bewerbungen geschrieben, also nicht so quickie Bewerbungen, sondern richtig gute Bewerbungen und halt nur Absagen bekommen wegen des Visumsstatus. Also das war auf jeden Fall eine große Enttäuschung und eine, die auch noch über das erste Jahr hinaus reichte. Ja, das war mir auch so. Ich wollte halt gerne bei einer Behörde arbeiten, was im Bereich Nationalparks, und das ging halt nicht wegen meinem Visum. Ich muss internationale Studiengebühren bezahlen, lange, lange Zeit. Man war sehr benachteiligt, wenn man das falsche Visum hatte. Ne? Das ging mir auch viele, viele Jahre so, ja. Ja. Und das muss man einfach auch wissen, das Visum steht halt wirklich im Herzstück von dem, was ihr hier macht. Ne? Was habt ihr für eine Arbeitserlaubnis? Was ist das für ein Zeitrahmen? Was dürft ihr nicht? Mhm. Dürft ihr in allen Bundesstaaten arbeiten oder nur in manchen? Egal, was ihr vorhabt in Australien, ganz am Anfang sollte die Visumsfrage stehen, am besten mit der Hilfe von einer guten Beratung, mit einem Registered Migration Agent, und alles andere kann man dann davon ableiten. Ja, ja, ich denke auch, was ich daraus mitgenommen aus der Zeit, ist, dass man auf jeden Fall die Hilfe suchen sollte. Ne? Es gibt so viele tolle Migration Agents hier in Australien. Auch deutschsprachige. Deutschsprachige, und die können einem echt die Tipps geben, die man braucht, die wir damals gebraucht hätten. Ja, definitiv. Ja, bleiben wir in der negativen Bubble. Was hast du denn am meisten vermisst? Und zwar reden wir erstmal über was Physisches, ein Gegenstand, eine Sache, die du vermisst hast, die du hier nicht mehr bekommen hast. Ja, physische Dinge, eine Kleinigkeit, das Schwarzbrot. Ja, oh, den Punkt habe ich mir aufgeschrieben. Das tut mir leid. Okay. Schwarzbrot, hier in Australien gibt es ja vor allen Dingen halt Toastbrot, Weißbrot. Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert. Es gibt auch ein paar Graubrote, wenn wir das mal so nennen dürfen, ein paar Körnerbrote. Ja, aber mit viel Liebe. Als ich hier hinkam, es gab vor allen Dingen Toastbrot, ne? Und dieses deutsche, leckere, herzhafte Schwarzbrot mit all seinen Ballaststoffen, das gab es halt nicht. Und das war schwierig, ne? Weil so warmes Frühstück, wie die Australier das essen, mit Bohnen und Ei und ach, den ganzen Kram, sowas esse ich nicht. Und ja, so ein schönes Schwarzbrot, das hat einem dann doch gefehlt. Ja, auf jeden Fall. Das kann ja auch ein Beitrag zu einer gesunden Ernährung sein. Das ganze Toastbrot hier ist halt schon irgendwie, ja, hallo Darmkrebs, wenn du das irgendwie 40 Jahre lang isst. Ne? Okay, hat sich mein Punkt, den ich mir notiert habe, tatsächlich schon erledigt. Aber wir bleiben beim Vermissen noch ein bisschen. Ich habe noch eine Sache. Ja? Eine Sache, die ich auch wahnsinnig vermisst habe. Und ich bin mir ganz sicher, dass es vielen anderen Deutschen hier in Australien auch so geht. Viele bunte Smarties? Nein. Ist nicht essensbezogen, sondern ist die Jahreszeiten. Ja? Und das ist eine Sache, die, wenn man in Deutschland lebt, die ist einem vielleicht gar nicht so klar. In Deutschland richtet sich ja viel an diesem Jahreszyklus aus. Ne? Es gibt Jahresfeste, sowas wie Ostern und St. Martin. Und das gleichzeitig hast du diese Jahreszeiten mit den bunten Blättern im Herbst. Und du hast im Frühling die Knospen, die Blüten, alles blüht. Und du hast den warmen Sommer. Und man lebt in diesem Zyklus drin. Und hier in Australien, mittlerweile ist das nicht mehr so, weil ich lange hier bin. Aber in den ersten Jahren kam mir das ganze Jahr immer gleich vor, ganz homogen. Ne? Das ist halt hier anders. Es gibt schon Sommer und Winter, aber Frühling und Herbst ist schon sehr subtil. Aber hängt auch von der Gegend ab. Ne? Hängt von der Gegend ab, und mittlerweile, wenn man lange da ist, merkt man das schon. Also ich habe einen Zyklus mittlerweile, ich kriege das mit. Aber in den ersten Jahren war für mich das alles gleich. Und das hat mir total gefehlt, dass man halt so diesen Kreislauf hat, an dem man sich so aufhängen kann. Ja. Ne? Die Feste fehlten, die einem vertraut waren. Dieser landschaftliche Wechsel, der jedes Jahr, dieser Vierteiler, der hat gefehlt. Und das hat mir doch sehr gefehlt. Dazu gibt es übrigens ein separates Video über den Jahreszyklus in Australien. Da lernt ihr alles über Jahreszeiten, kulturelle Routinen, Feste, Feiertage und so weiter. Link ist unten in der Videobeschreibung. Jetzt komme ich zu dem zurück, was ich eben schon sagen wollte, nämlich, was hast du psychisch vermisst? Wir reden jetzt nicht von physischen Dingen, sondern was halt mental gefehlt im Vergleich zu Deutschland. Ja, ganz eindeutig, mir hat am allermeisten mein Hund gefehlt. Mein kleiner Hund Socke. Ich hatte einen kleinen Hund, der war mein Ein und Alles in Deutschland. Und dann kamen wir hier nach Australien und ich habe den unglaublich vermisst. Und ich hätte den niemals in Deutschland gelassen. Ich habe den nachgeholt, aber das hat dann lange gedauert. Das war damals ziemlich schwierig. Ne? Der musste auch 6 Wochen in Sydney in Quarantäne gehen. Da habe ich mich noch in Sydney eingemietet, damit ich den dann besuchen kann. Und das war halt schwierig, die ganzen Tierarztbesuche und all die ganze Vorbereitung. Aber als er einmal hier war es dann super. Und ich habe ihn auch lange, lange noch hier glücklich um mich herum haben können. Der ist erst kürzlich gestorben. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und das war aber die Sache, die am meisten gefehlt hat. Okay. Bei mir waren es eindeutig meine Eltern, kann ich sagen.
weil bevor ich hier hingekommen bin, habe ich eigentlich immer so halbwegs in der Nähe der Familie gewohnt, mit viel Kontakt, und dann war das plötzlich halt alles weg, und das ist halt schon eine krasse Umstellung. Mhm. Und das müsst ihr auch einfach, wenn ihr nach Australien kommt, halt selber bedenken, wie sehr hängt ihr an eurer Familie. Also ich hänge auch an meiner Familie, aber ich habe letztendlich es geschafft, halt auch eine erfolgreiche Fernbeziehung zu meinen Eltern zu führen. Aber das kann nicht jeder. Und wer diese physische Closeness, also diese Nähe zur Familie braucht, bei dem ist natürlich Auswandern eine kritische Sache. Mhm. Sie fragt, ob man dann so den mentalen Sprung schafft. Mhm. Ja. Okay, so, jetzt aber Schluss mit Sentimentalitäten und Enttäuschungen und was wir hier alles so haben. Jetzt kommt was Positives. Der beste Ort, Maren, der beste Ort, den du so in den ersten Monaten oder den ersten ein, zwei Jahren in Australien gesehen oder erlebt hast. Der beste Ort. Ja, also für mich war das schon immer so, dass die besten Orte nicht die Orte sind, so die diese typischen Touristattraktionen sind, die man so halt auf seiner Liste abhaken kann, sondern ich mochte schon immer so kleine, heimliche, verwunschene Ecken. Und dort, wo ich damals gewohnt habe im ersten Jahr, da gab es einen Fluss, und an dem Fluss, da musste man erstmal hinkommen über kleine Waldpfade, und da gab es einen Wasserfall, und an dem Wasserfall, da gab es so einen Pool, in dem man schwimmen konnte. Und das heißt, man konnte da drin schwimmen, in diesem kühlen Wasser. Rundherum hatte man diese australische Waldkulisse, Koalas in den Bäumen und Goanas, die durchs Gebüsch geraschelt sind. Und das war für mich so ein Ort, der für mich so dieser Inbegriff der australischen Natur war, wo ich mich wirklich sehr wohl gefühlt habe. Hm. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich habe tatsächlich auch mir mal was Ähnliches notiert, nämlich den Mullingar Swamp. Und den kennst du ja auch. Ah, also, ja, natürlich. Mullingar Swamp Conservation Park. Das ist irgendwo in Südaustralien. Ich weiß gar nicht, wo genau. Das ist so ein sumpfartiger See, in dem ganz viele Geister-Eukalyptusbäume stehen. Also abgestorbene Eukalyptusbäume, die so aus dem Wasser rausragen. Und am Rand kann man eben, am Ufer kann man campen. Das ist so ein Sandufer. Da ist nie viel los. Das ist sehr abgelegen. Und das ist einfach oberaustralisch, die ganze Landschaft, die rote Erde, die Sonnenuntergänge, und ja, das fand ich einfach extrem einprägsam. Solche Ecken gibt es halt in Deutschland vom Vibe her definitiv nicht, und ist auch heute noch einer meiner Favorites, auch wenn ich nie wieder da war, weil es einfach so weit weg ist. Es war auch eigentlich nur zufällig entdeckt, glaube ich. Ja, es sind manchmal so diese Ecken, die ganz zufällig ins Leben kommen, die einem einfach am meisten geben, und man kann das gar nicht auch unbedingt erklären, warum das so ist, aber man hat so eine sofortige Verbindung zu einem Ort, auf so einer ganz komischen, metaphysischen Ebene. Ja. Und die ist dann einfach da. Ja. Okay, nächster Punkt ist das größte kulturelle Missverständnis. Darum geht es auf diesem Kanal ja sehr oft, die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und Australien. Und natürlich ist man als Neuankömmling hier im Land besonders anfällig, so richtig reinzutappen in die Fettnäpfchen. Lass mich mal einen Anfang machen jetzt. Okay. Und zwar möchte ich die Checkbox-Mentalität nennen, die ich am Anfang nicht verstanden habe. Ich wusste gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Viele Dinge in Australien werden einfach nur nach Listen mental abgehakt. Es gibt nur richtig oder falsch und es gibt keinen dazwischen. Und ganz besonders deutlich ist das im Bereich Dresscodes und Kleidung. Und da möchte ich ein Beispiel anbringen. Ich war mit Freunden unterwegs und der Dresscode für den Abend war, dass man entsprechend Hemd und Krawatte trägt. Ne? Dass man sich schick macht, schick ausgeht. Und ich hatte mir eigentlich relativ viel Mühe gegeben. Also ich würde sagen, eigentlich sah ich ziemlich gut aus in dem Outfit, es hat alles gepasst, alles so, wie es sein soll, aber ich hatte keine Krawatte an. Und alle anderen sahen eigentlich total urselig aus, ja, Hemden, die zu klein waren oder zu groß oder nicht gebügelt oder zu kurze Hosen, dann wirklich schlimm aus. Und trotzdem haben mich alle verspottet an dem Abend, einfach weil ich nicht die Krawatte getragen habe. Und die Krawatten von den anderen waren auch schlecht, also die waren auch zu breit oder zu kurz oder zu lang und alles ganz komisch. Es ging nur um diese Checkbox, trägt er Krawatte oder nicht. Ja. Und das habe ich später immer wieder kennengelernt, ne? Ich bin mal Zeuge geworden an der Tür, wo ein Türsteher Leute kontrolliert, ob er sie einlässt. Und die Regel da war, dass man geschlossene Schuhe trägt. Ja, und da war also eine Frau und die sah richtig gut aus, tolles Kleid, toll gestylt, einfach perfekt. Also jeder Türsteher, den ich komplett bescheuert ist, wird die durchlassen. Aber der guckt auf ihre Schuhe, sieht, dass diese Sandalen nicht ganz geschlossen sind und weist die also ab. Und hinter ihr kommt eine Frau, die de facto einen besseren Jogginganzug anhat, aber geschlossene Schuhe, und die kommt einfach mal durch. Mhm. Und das ist wieder diese Checkbox-Mentalität. Und das trifft man halt bei Kleidung ziemlich extrem in Australien, auch später mit den Kindern und den Schuluniformen, ne? Mhm. Aber in vielen Lebensbereichen einfach. Es ist entweder richtig oder es ist falsch. Und wenn es halb richtig ist, ist es halt auch falsch. Genau. Und das darf man nicht unterschätzen in Australien. Man denkt, die Australier sind so entspannt, aber in solchen Bereichen, wo es Checkboxen gibt, ja, ne? Da gibt es keinen Spaß und keine Flexibilität. Auf jeden Fall. Mhm. Ich habe mal, beruflich habe ich ein Angebot eingereicht an eine große Firma in Australien, und ich habe vergessen, auf einem Formular ein Kreuzchen zu setzen. Ich musste da mit diesem Kreuzchen bestätigen, dass ich, kein Scherz, keine Sklaven einsetze zum Arbeiten. Ne? und
Ich hatte das Kreuzchen vergessen und deswegen wurde mein Angebot sofort aussortiert. Man hat mir später gesagt, ja, es war das beste Angebot, wirklich hervorragend, aber du hast ja vergessen, das Kreuzchen zu setzen, deswegen mussten wir es in der ersten Runde schon rausschmeißen. Wirklich extrem, also Kreuzchen nicht setzen oder zu viele Kreuzchen setzen kann sehr teuer werden. Okay. So, du bist. Ja, das war jetzt wieder sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Bei dem Gedanken kulturelle Missverständnisse, das ist ein Thema, da gruselt es mir. Ne? Da ist mein Kopf voller Erinnerungen, voller Fettnäpfchen und schrecklicher Erlebnisse. Ja. Und ich glaube, jetzt möchte ich aber an dieser Stelle gar nicht was Konkretes nennen, sondern was sagen, was allgemein mir das Leben sehr, sehr schwer gemacht hat. Und das ist bei mir die Perfektion. Man kommt als Deutscher nach Australien und man ist so darauf getriggert, dass man Dinge halt wirklich ordentlich machen möchte, perfekt machen möchte. Ja? Dass man wirklich solides Ergebnis erzielt. Gerade weil man neu ist und es ja besonders gut machen möchte. Genau. Und ich habe den Fehler gemacht, ich habe mir manchmal zu viel Mühe gegeben. Und das ist darin resultiert, dass dann tatsächlich die Australier mich als zu anstrengend, als schwierig empfunden haben. Und dass diese Perfektion, wenn sie nicht erwartet wird, ne, dann auch wirklich negativ ankommt. Mhm. Ja, dass es manchmal besser ist, mit dem Flow zu gehen und das Ergebnis abzuliefern, was alle abliefern. Und nicht zu nerven. Und nicht zu engstirnig und zu perfekt rangehen, wenn es nicht gefordert wird. Weil, wie gesagt, dann gilt man als schwierig und da kann man sich auch tatsächlich gesellschaftliche Nachteile dann zulegen, statt der Vorteile, die man vielleicht haben möchte. Absolut. Das ist wirklich etwas, was man jedem nur sehr empfehlen kann. Ist egal, ob es auf der Arbeitsstelle ist oder in der Uni oder sonst wo, ne? Auch im Bereich Freundeskreis. Ne? Wenn man eine Party plant und es läuft halt nicht perfekt, dann ist das trotzdem im sozialen Bereich manchmal besser, als wenn man dann darauf besteht, dass aber alles perfekt durchgeplant ist und dann alle sich nur fragen, oh, das ist wieder anstrengend, ne? Wie die Deutsche. Ne? Das ist halt leider auch so in den Köpfen der Australier drin, dass sie uns so ein bisschen als anstrengend wahrnehmen. Und manchmal ist es auch ja wirklich gerechtfertigt. Ja. Also wenn ihr mal eine Party plant hier in Australien für Australier und ihr nervt eure Gäste schon Wochen vorher, kommst du auch pünktlich und was bringst du mit und ist da Knoblauch in deinem Kartoffelsalat und ist die Soße vegan und sowas, wenn du da 1000 Nachrichten schreibst, wahrscheinlich hast du nach der Party keine Freunde mehr, wahrscheinlich kommt einfach keiner. Wahrscheinlich aus alleine feiern, ja. Wahrscheinlich sagt einfach jeder, was dazwischen gekommen. Ja, ja, genau. Okay, nächster Punkt, die wichtigste Anschaffung. Was war das Nützlichste oder das Tollste, das du so in den ersten ein, zwei Jahren Australien gekauft hast? Ja, also diese Frage, die kann ich wirklich aus vollem Herzen sehr eindeutig beantworten. Ich habe mir relativ am Anfang, als ich nach Australien kam... Ein Schwarzbrot. Kein Schwarzbrot gekauft, aber ein schwarzes Pferd. Okay. Nah dran. Die Farbe stimmte schon mal. Ich habe mein ganzes Leben lang von Pferden geträumt. Ich komme aus einer sehr armen Familie und sehr unterprivilegiert, um das mal so zu sagen. Pferde waren für mich immer, das war für mich das Nonplusultra. Ich wollte immer ein Pferd haben, seit ich so ein kleiner Stöpsel war, wollte ich ein Pferd haben. Ich kam hier hin und auf einmal war das möglich. Es war finanziell damals möglich, weil ich einfach nichts ausgegeben habe, außer Geld für mein Pferd. Und es ist auch objektiv noch billiger als in Deutschland. Ja, ja. Und es gab einfach den Rahmen, die Möglichkeiten, es unterzubringen und sowas. Und das hat damals für mich einfach, das war die Welt. Ne? Ich habe so viel Zeit mit diesem Pferd verbracht. Es lebt übrigens immer noch und es ist auch immer noch sehr, sehr glücklich auf meiner Weide. Ich habe dadurch einen anderen Zugang zu Australien bekommen. Ich habe einen anderen Zugang zur Natur bekommen, weil ich halt durch die Wälder reiten konnte, weil ich halt auch in einer anderen Szene drin war, wo man sich halt viel mit dem Thema Pferd beschäftigt hat und dem Thema Natur. Ne? Und das war für mich einfach das Australien-Feeling schlechthin und das Beste, was ich damals mir hätte holen können von allen Dingen, die es sonst noch gab. Ja, sehr schön, sehr schön. Ich habe mir was anderes notiert. Jetzt sind wir hier ganz geschlechtstypisch. Ich habe mir das Auto notiert. warum Auto? Naja, ohne Auto läuft halt hier meistens nichts. Ne? Also wenn ihr nach Australien kommt, dann werdet ihr ein Auto brauchen, es sei denn, ihr wohnt wirklich in einer Großstadt und ihr wisst, aha, da ist mein Job und 3 Haltestellen entfernt, da ist meine Wohnung. Dann könnt ihr vielleicht darauf verzichten. Aber realistischerweise für die meisten Leute, man braucht hier ein Auto. Das ist einfach nicht auf ÖPNV ausgelegt und auf Laufen schon mal gar nicht. Die Distanzen sind einfach zu groß. Deswegen, wir konnten uns damals ein Auto leisten. Das war wirklich toll und das hat uns auch die Möglichkeit gegeben, eben das alles hier kennenzulernen. So, das waren jetzt schon wieder viel zu viele positive Themen. Ich glaube, wir müssen wieder mal ins Negative gehen. Wenn man nicht über negative Dinge redet, wird man in Deutschland ja oft als oberflächlich abgetan. Also reden wir über den größten Fehler. Was war dein größter Fehler, den du am Anfang begangen hast? Also in den ersten 1-2 Jahren war wirklich der größte Fehler, dass ich... damals war es vielleicht kein Fehler, aber im Nachhinein war es ein Fehler. Ich wusste damals nicht, dass ich wirklich in Australien langfristig bleibe. Und deswegen habe ich mich nicht wirklich auf Australien eingelassen. Ich habe viel an die Vergangenheit gedacht, an meine Familie in Deutschland, an die Dinge, die ich vermisse,
Die Dinge, die ja anders sind, habe mich kulturell vielleicht auch noch nicht so angepasst, weil ich gedacht habe, ist ja eh nur kurzfristig und habe vielleicht auch nicht so genetzwerkt, wie man das vielleicht gemacht hätte, hätte man gewusst, man bleibt hier für immer. Ne? Ich sage mal ehrenamtlich engagieren, Vereine, dass man sich so... Halt also, so dass man so eintaucht. Dass man eintaucht, dass man so richtig ja, Teil der Kultur in der Nation wird. Das hat bei mir fast 5 Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, dass ich hier bleibe und ich auch wirklich bereit war, mich mit dem ganzen Herzen halt hier auf Australien einzulassen. Weil alles nur... übergangsweise gedacht war. Richtig, ja. Man hat nie gedacht, dass man halt für immer hier bleibt und hat deswegen manche Dinge einfach nicht langfristig angelegt. Ja, okay. Was ich mir notiert habe, ist definitiv in den ersten Monaten, Jahren, ich habe nicht genug mit Leuten geredet. Also ich war damals ja sehr introvertiert, habe auch aktiv Einladungen ausgeschlagen tatsächlich von Leuten, einfach weil ich irgendwie, keine Ahnung, kulturelle Berührungsängste hatte, es irgendwie nicht hingekriegt habe. Und das ist halt ein Fehler. Also wenn man neu in einem Land ist, gerade hier in Australien, es ist nie nachteilig, mit Leuten zu reden. Je mehr Leute man kennt, desto mehr Vorteile hat man wahrscheinlich später. Das ist eigentlich die beste Möglichkeit, um sich hier dauerhaft erfolgreich einzurichten, ist einfach Leute kennenlernen. Hm. Na, egal ob beruflich oder privat, das kann man wirklich so an jeden mitgeben. Hm. Okay, nächstes Thema ist die größte Pappnase. Was meinen wir damit? Jemand, den wir getroffen haben, wo man wirklich sagt, oh Mann, das war echt ein Vollidiot. Wo soll man da anfangen bei dieser langen Liste? Hast du da jemanden? Ich glaube, da hat, glaube ich, jeder, der hier hinkommt, eine lange Liste mit Leuten, die einem so mehr oder weniger auf den Keks gegangen sind. Ich bin gespannt. Die größte Pappnase, würde ich sagen, das war ein Jäger. Ein Mann, der wollte, glaube ich, auch irgendwie flirten, mich beeindrucken. Ich weiß nicht genau, was er vorhatte. Der hat mir ganz stolz erzählt, wie cool das ist, wenn er Wildtiere erschießt und die... wie witzig das aussieht, wenn sie gerade im Sterbeprozess sind. Oha. Du schießt ein Wildschwein in den Hintern und dann hüpft das lustig die Gegend, weil die Kugeln halt ihm wehtun. Ja? Und als er dann erfahren hat, dass ich das dann nicht so toll finde, aufgrund meiner verhaltenen Reaktion, um das mal vorsichtig auszudrücken, hat er dann angefangen von wegen ja, Arterhaltung und Umweltschutz und das seien ja eingeschleppte Tiere zum größten Teil oder Kängurus, Überbevölkerung und hat dann versucht, das alles ganz anders auszulegen. Und diese verlogene Art, diese ethisch sehr fragwürdige Art, das ging mir so auf den Keks, hat mich mehr getriggert als vieles andere. Ja, das kann ich mir denken. Das ist bei dir natürlich auch genau an der richtigen Adresse. Ja. Ja, du hast gerade gesagt, jeder hat da so eine lange Liste. Mir ist für diesen Punkt tatsächlich nichts eingefallen. Ich habe lange nachgedacht, mir sind so ein paar kleinere Dinge eingefallen, aber dann habe ich mir überlegt, eigentlich sind das nur relativ kleinere Dinge und vielleicht ist das so eine Selbstschutzsache, dass man sowas halt vergisst. Ne? Also, ich streiche die Frage mal für mich. Also ich erinnere mich jetzt an keine größeren Katastrophen in den ersten Monaten. Naja, aber du hast ja auch gesagt, dass wir wenig geredet. Eben, vielleicht liegt es auch, weil ich mit mir geredet habe. Dann, weiter geht's. Haben wir schon mal angedeutet, das größte Fettnäpfchen, in das du getreten bist. Mhm. Aber jetzt kein theoretischen Fettnäpfchen, sondern nein. Eins, das du wirklich direkt ausgetestet hast. Ja? Ganz konkret, ganz kurz. Ja, also knietief. Knietief. Gibt es viele. Eins, an das ich immer besonders denke, ich weiß auch nicht, warum das so in meinem Kopf drin hängen geblieben ist, ist, wir haben einen Ausflug gemacht in der Uni an einen Ort, der nannte sich, ich glaube, Rainbow Gorge, also Regenbogenschlucht. Hm. Ich habe Sonnenbrille getragen und habe dann während des Ausflugs den Lecturer, also den, wie heißt das auf Deutsch? Dozenten gefragt, warum das denn hier Rainbow Gorge heißt. Aufgrund meiner Sonnenbrille und meines Nichtverständnisses der australischen Natur habe ich nicht gesehen, dass die für mich damals alle rot aussehenden Farbschichten in dieser Schlucht alle unterschiedliche Rottöne hatten und für einen Australier halt wie ein Regenbogen aussah. Und für mich waren das alles unterschiedliche Rottöne mit der Sonnenbrille noch abgedämpft. Und der Dozent guckt mich an und sagt, nee, das fragst du jetzt nicht wirklich, oder? War etwas peinlich. Und da warst du wahrscheinlich schon sowieso verunsichert, weil in einer neuen Gruppe, ne, neues Land, neue Sprache. Ja, ich habe mich wenig getraut, Fragen zu stellen, weil auch mein Englisch noch nicht so sicher war. Und das war dann etwas unangenehm. Ja, also das größte Fettnäpfchen, das ich nennen möchte, ist auf jeden Fall Smalltalk nicht richtig hinkriegen. Nicht verstehen, dass das wichtig ist. Ja? Oh ja, Wenn einen jemand fragt, how are you, how was your weekend? Und man antwortet einfach nur, good. Dann... rede nicht mit einem. Ja. Ne? Das ist dann wie so ein schlechter Sketch. Ja, ne? Das ist dann der typisch Deutsche, der irgendwie super ernst ist, nicht lacht und der dieses Spiel einfach nicht spielen kann. Und ja, so kommt man halt auch nicht mit Leuten ins Gespräch, da haben wir es wieder. Nee. Ne? Oder wenn man die Frage zu ehrlich beantwortet, ne? Wie geht's dir? Ja, der Morgen war ganz gut, aber so, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Genau, ja. Okay, kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Was war die größte Gefahr oder das größte Risiko, dem du dich ausgesetzt hast? Ja, das ist eine gute Frage, weil ich war ja schon immer so ein kleiner Draufgänger und habe schon immer viel gewagt. Eine ganz konkrete Sache, und da möchte ich auch gleich noch was Allgemeines zu sagen, ganz kurz, ist es, wir hatten bei uns in der Nähe in der ersten Zeit so ein, wie nennt sich das, so ein Fluss, der aufgestaut war, so ein kleiner See,
der beim Fluss halt verbunden war an beiden Seiten. Und da waren viele Leute immer schwimmen. Da war auch ein kleiner Strand sogar. Und ich habe mir gedacht, ja, okay, kein Problem. Gehst aber da schwimmen, wenn halt keiner da ist, nämlich schön morgens und abends. So, habe ich auch gerne viel gemacht. Bis ich dann festgestellt habe, da gab es einen Artikel in der Zeitung, dass da halt ein paar Bullenhaie draus geangelt worden sind und auch öfters gesichtet worden sind. Und Bullenhaie, die sind irre gefährlich, ne? Die sind tödlich. Die greifen dann auch in schön niedrigem Wasser an. Und was ist das Problem? Sie sind halt vor allen Dingen frühmorgens aktiv. Ja? Und auch genau an den Stellen, wo ich unterwegs war, nämlich nicht schön am Strand, sondern schön im Gestrüpp an etwas ruhigeren Ecken. Und das habe ich damals nicht verstanden. Das war echt super gefährlich. Wenn du hier hinkommst als Ausländer, dann hast du diese falsche Sicherheit. Du siehst, was andere machen. Vielleicht hast du 100 Mal in Australien beobachtet, wie er irgendwas macht. Zum Beispiel in einem Krokodilfluss schwimmen oder sowas. Oder in einem Fluss schwimmen allgemein. So. Aber er macht es vielleicht nur zu einer bestimmten Jahreszeit, zu einer bestimmten Uhrzeit. Vielleicht macht es in einer bestimmten Region Australiens, in einer anderen ist es lebensgefährlich. Ja. Und man wiegt sich in dieser falschen Sicherheit, dass man denkt, ach, ich kenne mich ja jetzt hier aus, ne? Ich habe das hier gesehen, ich hab in Australien geredet, ich habe es schon 100 Mal gemacht und dann mache ich es an einem anderen Tag, an einem anderen Jahreszeit, an einem anderen Ort und auf einmal ist es irre gefährlich. Ja, die größten Gefahren sind die, die man gar nicht kennt. Richtig, ja? Richtig. Auf jeden Fall. Dazu gibt es übrigens auch ein Video, Link haben wir mal unten reingepackt. Das sind die echten Gefahren Australiens und es sind eben nicht die Spinnen und Schlangen. Auch deshalb, weil jeder denkt, dass es die größten Gefahren sind. Natürlich achtet man darauf besonders, aber die echten Risiken, die liegen ganz woanders. Größtes Risiko, das ich aufgeschrieben habe, ist Wandern ohne ausreichende Vorbereitung. Mir ist es einmal passiert, dass ich eiskalt für eine Wanderung viel, viel, viel zu wenig Wasser mitgenommen habe. Und am Ende war mir schwindelig, ich konnte mich eigentlich kaum auf den Beinen halten, weil die Wanderung hat viel länger gedauert als gedacht. Ich habe dann nochmal irgendwo eine falsche Abzweigung genommen, dann kam noch eine Stunde hinzu. Und ja, das hätte auch sehr schnell sehr böse enden können mit einem Hitzschlag oder was weiß ich. Also hier in Australien, wenn man sich aufmacht, auch wenn es eine spontane Entscheidung ist, ach komm, lass mich noch ein bisschen spazieren gehen, man sollte immer viel Wasser dabei haben und sich entsprechend schützen. Ansonsten kann man sich ja schnell selbst abschießen. Ja. Und das passiert auch, es sterben Leute, weil sie halt dehydriert sind. Ja, ja, absolut. Gar keine Frage. Absolut. Okay, geilster Moment ist der nächste Punkt, den ich hier auf der Liste stehen habe. Was war eins deiner Highlights in den ersten Monaten in Australien? Also in den ersten Monaten in Australien habe ich studiert, aber vom Auto aus. Also ich bin rumgefahren, habe Fernstudium gemacht. Und es war ein Moment, der sich jeden Morgen wiederholte. Es war nämlich morgens aufstehen. Es war kühl, ne? Das wird ja erst im Laufe des Tages sehr heiß in Australien. Ich habe meinen kleinen Campingtisch aufgebaut, meinen Laptop aufgestellt, habe mich hingesetzt, Kängurus in der Ferne beobachtet und dort meine, meine Arbeit verrichtet, meine Unterrichtsstunden abgehalten. Und diese Freiheit, diese Weite, dieses Gefühl, davon ganz weit weg zu sein und trotzdem ganz nah dran, trotzdem weiterzukommen im Leben und zu sich selbst zu finden. Also dieser ganze Mischmasch aus Gefühlen, dieser innere Frieden, ja? Das war für mich einfach das absolut Größte. Ja, das klingt zumindest deutlich attraktiver, als mit 800 anderen Studenten in irgendeinem Mega-Hörsaal zu sitzen. Ja, und das war bei mir vorher so. Ich habe vorher in Hamburg studiert und da habe ich mich nicht gerade wohlgefühlt aus solchen Gründen. Und das war für mich totaler Kontrast. Ja, kann ich verstehen. Muss man auch sagen, dass auch damals so die Bedingungen an Unis in Deutschland teilweise wirklich sehr, sehr schlecht waren. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist, aber es war schon wild. Was war es für mich? Also ja, generell das Szenario, dass man, ich bin ja auch mit dem Auto rumgefahren die ersten Monate, dass man vor seinem Auto sitzt, in einem Klappstuhl, mit einem kühlen Getränk in der Hand, keine Schuhe an und einfach nur da sitzt, Sonnenuntergang beobachtet, Füße im roten Sand. Das war für mich so das, ja, die ultimative Essenz von Australien. Mhm. Und das genieße ich ja heute immer noch. Das sind so eigentlich so die perfekten Momente. Da brauche ich irgendwie keinen fancy Urlaub und irgendein teuren Hotel. Also viel geiler, als draußen im Outback zu sein und vor seinem Auto den Tag ausklingen zu lassen, wird es eigentlich nicht. Also barfuß, nicht mit weißen Tennissocken in Sandalen? Nee. Ich war nie so der Birkenstockler, muss ich sagen. Hattest du wenigstens so eine typisch deutsche eckige Brille ohne Rand? Damals auf jeden Fall, ja. Das musste man haben, um intellektuell zu sein. Apropos Reisen, wir haben noch einen kleinen Teaser. Und zwar nächstes Jahr werden wir, Maren und ich, hier komplett aus dem Studio gewissermaßen auschecken und wir werden die Big Lap machen. Das heißt, wir fahren einmal um Australien rum, ganz außen rum. Das wird mehrere Monate dauern, das sind über 20.000 Fahrkilometer. Wir haben uns noch nicht ganz darauf festgelegt, wie wir darüber hier auf diesem Kanal berichten. Wenn euch das interessiert, dann schreibt es in die Kommentare. Für uns wird es auf jeden Fall ein ziemliches Abenteuer werden. Zurück zu den ersten Wochen und Monaten. Was war die beste Entscheidung, die du damals getroffen hast? Ja, also die beste kleine Entscheidung war, sehr schnell mein Englisch aufzubessern. Ich habe wirklich viele Stunden jeden Tag damit verbracht, Hörbücher zu hören, Lerntexte zu lesen, Bücher zu lesen, Filme zu bingen.
Und das hat mir sehr geholfen, mich hier schneller zu integrieren. Es ist ja auch was ganz anderes als das Schulenglisch, ne? Das ist ja kein Vergleich. Ich habe Abi gemacht, ne? Und man hat sein Schulenglisch, aber das ist halt was anderes als das australische Englisch und vor allen Dingen im Alltag sich zu unterhalten. Wirklich auch nochmal an euch, wenn ihr hierher kommt und denkt, ihr versteht überhaupt nichts und ihr wollt nur noch heulen und wieder nach Hause, es ist wirklich normal. Am Anfang versteht man wenig und man muss sich dran gewöhnen. Ja. Und das ist sehr schmerzhaft. Ja, vor allen Dingen in der Gruppe, ne? Wenn dann alle durcheinander reden, schnell reden, das ist dann schon schwierig. Vor allem, wenn es eben auch Native Speakers sind und man auch irgendwie mit dem Humor und dem Flow im Gespräch mithalten muss. Mhm. Ne? Sehr, sehr schwierig. Ja, eine größere Sache, und du wirst wahrscheinlich lachen, war die Anschaffung meines Autos. Okay. Genau. Toyota Land Cruiser, so mit Pop-Up-Zelt obendrauf, kleiner Miniküche hinten drin, das einem ermöglicht hat, am Wochenende in den Ferien wirklich rauszukommen, Australien kennenzulernen und das von Australien zu sehen, warum man eigentlich auch hier hingekommen ist. Ne? Ja. Die Regenwälder, das Outback, die endlosen Sandstrände, einfach so richtig der Teil der Natur zu werden und das zu erleben, warum man eigentlich wirklich hier ist. Ja, das kann ich auf jeden Fall so zurückgeben. Hast du ja gerade eben schon gehört von mir. Stimme ich sehr zu. Deswegen muss ich eben auch ein bisschen in mich hineinlegen, als du es mir erst mal gesagt hast. Okay, beste Entscheidung bei mir. Ich habe auch eine große und eine kleine. Beste kleine Entscheidung war auf jeden Fall, schnell sich eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio zu suchen. Hm. Und zwar deshalb, weil wenn man hier ankommt, man auf jeden Fall erstmal so einen Job in der sportlichen Aktivität und auch so in der Qualität der Ernährung mitmacht. Also muss man ja ganz klar sagen, Australien ist extrem mit Fastfood überschwemmt. Es ist hier sehr, sehr einfach, sich sehr schlecht zu ernähren und einfach plötzlich einen Lifestyle zu leben, den man vielleicht in Deutschland gar nicht in Betracht gezogen hätte. Ne? Mhm. Auch wenn man neu im Land ist, man ist vielleicht gestresst, dann isst man vielleicht mehr so emotional eating mäßig oder man hat einfach zu viel zu tun und man lässt sich ein bisschen gehen. Und relativ bald, als ich hier angekommen bin, in Toowoomba in Queensland, habe ich das gemacht und das war einfach gut. Habe ich mich damals erst ein bisschen gezögert, weil es hat ja auch Geld gekostet, war auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Mhm. Und was die große Entscheidung betrifft, da war es eigentlich die Tatsache, dass ich für die Rückkehr nach Deutschland, die für etwa ein Jahr später geplant war, keine Pläne gemacht hatte. Weil ich hatte jetzt nichts, wo ich unbedingt hätte zurückgehen müssen nach Deutschland. Mhm. Und deswegen ist es mir auch dann möglich gewesen, zu verlängern und hier länger zu bleiben. Wenn ich schon das alles durchgeplant hätte in Deutschland, vielleicht schon irgendwie einen Arbeitsvertrag hätte oder irgendwie meine Wohnung nicht gekündigt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich hier geblieben. Das muss natürlich jeder für sich entscheiden, aber ich finde es gar nicht so schlecht, wenn man erstmal sich die Rückkehr ein bisschen schwieriger macht. Das hilft einem vielleicht eher, sich hier wirklich einzufinden. Und man gibt sich dann auch mehr Mühe hier, um dauerhaft da zu bleiben, wenn man das will. Mhm. Okay, Maren, viel kann man planen, wenn man nach Australien kommt. Viele Dinge passieren aber auch zufällig und sind so außerhalb der eigenen Kontrolle. Was war für dich ein echter Glücksfall, wo du sagst, okay, Schwein gehabt? Mhm. Na, erstmal überhaupt nach Australien zu kommen, das war totaler Zufall an sich. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Für mich der größte Glücksfall war es, ausgerechnet in Toowoomba gelandet zu sein und an der University of Southern Queensland. Das war für mich einfach absolut perfekt, weil das ist so eine wunderschöne Einstiegsstadt, finde ich. Ne? Es ist eine kleine Stadt, es ist relativ persönlich, es ist eine sehr grüne Stadt. Es ist vom Klima auch nicht so extrem wie zum Beispiel jetzt hier Brisbane oder andere Orte wie Cairns oder Darwin. Es ist halt gemäßigt da, es ist ein bisschen kühler, es hat ein bisschen deutlichere Jahreszeiten, viele Blumen zur richtigen Jahreszeit. Also das war für mich auf jeden Fall ein echtes Glück. Weil das war für mich dann etwas einfacher, hier anzukommen. Ja, verstehe ich. Ich habe mir notiert, und das ist auch lustig, weil du hast es auch schon mal erwähnt, dass wir jemanden in Deutschland hatten, der auf deinen Hund aufgepasst hat. Mhm. Weil es halt einfach super schwierig ist, wenn du hier neu ankommst und du hast dein Haustier dabei. Also eine Wohnung zur Miete zu finden, wo Haustiere erlaubt sind, fast unmöglich am Anfang, wenn man noch keine Referenzen hat. Mhm. Jemanden zu haben in Deutschland, der auf Haustiere aufpasst oder wo man noch ein bisschen Sachen ablegen kann, die man vielleicht später wieder braucht, das finde ich, ist eine sehr gute Situation. Mhm. Ja, das stimmt, ja. Okay, mal was etwas Trivialeres. Maren, was sind so der beste Laden oder der beste Geschäft, das du in Australien kennengelernt hast am Anfang? Ganz am Anfang? Also die Ansprüche verändern sich ja im Laufe der Zeit, ne? Ja. So, als du neu warst. Ganz am Anfang auf jeden Fall meine lokale Sattlerei, weil ich stand total auf alles, was mit Westernreiten zu tun hat, ne? Und ja, Halfter, Seile, der Geruch von Sattelseife, diese ganze Westernromantik, Cowboyhüte, also da stand ich total drauf, habe ich auch echt konsumiert. Und da konnte ich auch stundenlang shoppen. Ich habe da nicht immer groß eingekauft, weil das konnte ich mir alles nicht leisten, aber einfach da zu sein, mich umzuschauen und wirklich jedes Produkt wirklich 10-mal in die Hand zu nehmen und alles darüber zu lernen, das war für mich das Größte. Bei mir geht es natürlich ums Essen. Mhm. Und mein Lieblingsladen war auf jeden Fall Sizzlers. Das gibt es ja heute gar nicht mehr. Sizzlers war ein Buffet-Restaurant in Australien mit All You Can Eat. Da gab es so eine riesengroße Salatbar und allerlei Kram einfach. Und das war einfach für mich total australisch damals. Also sowas kannte ich aus Deutschland nicht. Mm. Und jahrelang war ich Fan davon.
Das wurde natürlich dann alles ernsthaft uncool während Corona und mittlerweile gibt es die nicht mehr. Mhm. Aber damals war es nett, es war nett und neu. Mhm. Letzter Punkt, den wir noch anbringen wollen, nochmal was Zwischenmenschliches, und zwar die coolste Begegnung. Menschen, der einen positiven Einfluss gehabt hat in den ersten Monaten oder den ersten Jahren. Ja, also ich glaube, da hatte ich richtig, richtig Glück im Leben. Ich habe nämlich eine Wildtierpflegerin kennengelernt und die hat für mich all das vermittelt, was ich mir mein ganzes Leben gewünscht hat. Die hat sich um alles gekümmert, was durch den australischen Wald, durch die Wiese und durch die Flüsse kriecht. Die hat sich um Koalas gekümmert, die hat Possums gehabt und Bandicoots und Kängurus und alles, alles, alles. Mein Englisch war noch sehr schlecht, ich war relativ unsicher. Die hat mich angenommen, wie ich bin. Hm. Ich habe bei der unglaublich viel Zeit verbracht, ihr geholfen, zugeschaut, gelernt. Sie hat mich machen lassen und die hat mich einfach unglaublich geprägt und mich zu der Wildtierpflegerin gemacht, die ich heute bin. Ja, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass jemand so eine Ausländerin dann annimmt. Da gibt es ja auch bei Australien oft dann Reservations, ne? Dass man das nicht unbedingt macht, sondern eher so unter seinesgleichen bleibt. Jetzt ohne irgendwie rassistisch zu sein, aber das ist natürlich eine gewisse Hemmschwelle normalerweise. Ja, richtig, richtig, ja. Das ist halt so, Australier sind sehr patriotisch und manche sind offen, manche sind weniger offen, manche verstecken ihren Rassismus hinter Patriotismus. Es gibt solche und solche, aber Fakt ist, man kommt nicht immer so ganz so leicht als Ausländer in Gruppen rein. Ne? Ja. Mal ist es einfacher, mal schwieriger, aber tendenziell hat man es schon ein bisschen schwerer, logischerweise, ne? Weil man einfach nicht so gut klickt, weil man sich nicht so auskennt, weil man die Sprache nicht so fließend spricht. Ne? Ja, es gibt zwar seit den 60er Jahren keine White Australia Policy mehr, aber ich habe das Gefühl, hier gibt es immer noch gewisse Kreise, Hobbys oder Dinge, wo wirklich nur so weiße UK-Australier dabei sein dürfen und sonst niemand. Die halt so nicht multikulturell sind, unglaublich eigentlich. Ja. Das war deine Begegnung. Ja, meine Begegnung ist eine von ganz am Anfang. Und zwar möchte ich mal den Typen erwähnen, von dem ich mein Auto gekauft habe. Weil das einfach so super geklappt hat und es war auch so super australisch. Der Ablauf war nämlich folgendermaßen. Aus Deutschland Kontakt aufgenommen übers Internet. Kleinanzeige, jemand, der sein Auto verkauft. Und das Auto stand in Melbourne, aber ich bin in Brisbane angekommen. Und wir haben das so ausgemacht, dass der Typ tatsächlich dann von Melbourne nach Brisbane fährt und sich damit mir kurz nach Ankunft am Flughafen mit mir trifft. Und das hat alles genau so funktioniert. Dass man sich hier einfach so auf jemanden verlassen konnte, das war einfach so richtig No Worries Australien-mäßig. Ich glaube, ich habe den mit 1000 Fragen genervt, damit es auch ja funktioniert. Und von Melbourne nach Brisbane sind ja auch 2500 Kilometer zu fahren, was der irgendwie in 1,5 Tagen gemacht hat. Ja. Na, alles hat funktioniert, alles auf Vertrauensbasis. Das Auto war top. Und ja, ich bin dem Typen eigentlich bis heute dankbar, weil es so ein wunderschöner Einstieg in die australische Kultur war. Mhm. Und natürlich hat er auch einen Cowboy-Hut gehabt. Okay. Gutes Schlusswort, denke ich. Wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen. Ihr seht, die Highs und die Lows, die liegen ganz dicht beieinander am Anfang in Australien. Wichtig ist nur, dass ihr da durcharbeitet, nicht zu früh aufgeben. Wahrscheinlich wird am Ende alles gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.